Berechnen Sie die Lagerreaktion in A, B und C sowie die Stabkraft bei F gleich 15 kN und Alpha 75 Grad. Das wollen wir heute einmal machen. Ich habe die freigeschnittenen Körper habe ich hier schon einmal vorbereitet. Und zwar wird das System in drei Bereiche eingeteilt. Wir wollen hier einmal im Bereich 1 nur den Träger angucken. Da haben wir die Lagerstellen A und B und die Angriffsstelle von F. Dann haben wir den Bereich 2, das ist nur das Gelenk mit dem dort angebundenen Stab. Und wir haben den Bereich 3, das ist das Lager C, in dem auch wieder der Stab dann auftaucht. Das heißt, es werden jetzt für alle drei Bereiche jeweils die Bilanzen aufgestellt in X und Y. Und damit fangen wir einmal an mit Bereich 1. Summe der Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, ist gleich f ax plus f bx. Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0, ist gleich f ay plus f by minus f. Das Ganze für 2. Summe der Kräfte in x-Richtung ist 0, ist gleich minus fbx minus fs mal Cosinus Alpha und dann nehmen wir gleich die 75 Grad. Summe fy ist gleich 0, ist gleich minus fby plus fs mal Sinus 75 Grad. So, dann zuletzt noch der Bereich 3. Summe fx ist gleich 0, ist gleich fcx plus fs mal Cosinus 75 Grad und Summe fy ist gleich null ist gleich fcy minus fs mal Sinus 75 Grad. So, jetzt fehlt uns natürlich noch die Momentenbilanz. Die können wir nur in Punkt 1 aufstellen, denn in den anderen beiden Bereichen, da gibt es keine Momente. Das heißt, wir können hier einmal notieren. Summe der Momentum A ist gleich 0, ist gleich. Wir nehmen linksdrehende Momente wieder positiv. FBY mal L minus 2 mal F mal L. Und dann können wir anfangen, die einzelnen Werte aufzulösen. Wenn wir die Momentenbilanz umstellen, ich schreibe das jetzt mal hier unten hin, dann kommt da raus FBY mal L ist gleich 2FL. Das L kürzt sich auf beiden Seiten weg, das heißt also FBY ist gleich 2F, ist gleich 30 kN. Als nächstes nehmen wir uns diese Gleichung hier vor. Da steht im Prinzip F ist gleich FAY plus FBY, können wir gleich die Zahl einsetzen, 30 kN. Das heißt also FAY ist gleich F minus 30 kN ist gleich minus 15 kN. Als nächstes nehmen wir uns diese hier vor. Daraus folgt FS ist gleich
30 kN geteilt durch Sinus 75 Grad. Das heißt also, Fs ist gleich, wenn man das jetzt mal in seinen Taschenrechner reintippt, 31,06 kN. Damit haben wir auch schon die Stabkraft dann bestimmt. Und was fehlt uns dann noch? Wir nehmen diese Gleichung hier Fbx ist gleich minus Fs mal Cosinus 75 Grad. Und das heißt, das ist dann 30 kN, nein, Moment, das heißt, das ist dann minus 31,06 kN mal Cosinus 75 Grad und das ist minus 8,04 kN. So, noch einmal schauen, jetzt haben wir haben FBY, wir haben FBX, wir haben FAY, aber uns fehlt noch FAX. FAX kriegen wir da oben raus. Fax ist minus Fbx. Das heißt also, Fax ist gleich 8,04 kN. Wir haben jetzt die Kräfte in A und B und die Stabkraft gelöst. Jetzt fehlt uns noch die Kraft in C oder die Kräfte in C. Kriegen wir aus den Gleichungen aus Bereich 3. Und zwar fangen wir mal damit an mit FCY. FCY ist gleich Fs mal Sinus 75 Grad. Das heißt also FCY ist gleich 30 kN und FCX ist gleich minus Fs mal Cosinus 75 Grad und das sind minus 8,04. FCX ist gleich minus 8,04 kN. So, damit haben wir alle Kräfte soweit bestimmt. Wenn das jetzt ein bisschen zu durcheinander war, das kann man auf der Webseite nochmal nachlesen. Ich glaube, das Entscheidende, die entscheidende Aussage bei diesem Video ist eben, dass man den Träger in mehrere Bereiche einteilt und jetzt nicht nur einfach den Träger und die Stabkraft anträgt, weil ja hier explizit nach der Lagerreaktion in Punkt B auch gefragt wurde. Und damit ist die Aufgabe gelöst.